Herr Gauweiler, Sie sind verheiratet und haben 4 Kinder. Ist denn einigermaßen gesichert, dass die was Vernünftiges lernen, im Unterschied zu uns beiden? Sie wollen, ob die politisch sind. Ja. Also bei allen vorhin, die da mit dem amerikanischen Präsidenten nicht so einverstanden waren. Meine Tochter Franziska hat sich an allen Anti-Trump-Demonstrationen beteiligt, die Sie sich vorstellen können. Das macht es vielleicht wieder gut. Also Ihre Tochter wird mir täglich sympathisch. Nein. Die Franzi. Während mein Sohn Michael, der unterstützt mich mehr, und der Thomas, der muss jetzt 2. Staatsexamen machen. Und die Caroline, die hat als allerjüngste von ihrem Jahrgang ihren Master gemacht. Und die heiratet jetzt, aber so politisch wie der Vater sind sie nicht. Ich bin aber auch froh, ehrlich gesagt, dass ich kein Berufspolitiker, mit Minister war zur Lebzeit meiner Kinder. Das ist da kann die Wohltat oft für die Familie eine Plage sein. Wie viele Juristen sind unter den 4? Einer. Das langt. Die anderen so Arzt oder Wirtschaft? Die Franzi hat jetzt einen Bachelor gemacht in Betriebswirtschaft, die Caroline einen Master. Und der Michi, der studiert Immobilienkaufmann. Sie haben eine Wohnung in München und in Berg am Starnberger See. Letzteres verrät einen Sinn für Schönheit und Natur. Ich war da schon mal. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Sie sind in vielen Gremien, die entweder etwas mit Wirtschaft oder mit Trachten zu tun haben. Auch eine seltene Mischung, aber spannend. Sie haben einmal gesagt, Politik interessiert einen oder interessiert einen nicht. Wenn sie einen interessiert, dann interessiert sie einen, bis man stirbt. Sie interessieren sich für Politik, so wie andere auch. Sie haben Politik immer individuell betrieben. Und dabei wird es bei Ihnen auch bleiben. Dass es zwischen unseren Auffassungen Unterschiede gibt, ist klar. Aber es gibt auch erstaunliche Übereinstimmungen. Und 2 Leute, die das gar nicht stört, das sind wir beide. Ich möchte, dass Sie rebellisch bleiben, einfach so, wie Sie sind. Danke.